Grünkäse natürlich. Oh, die Schrufflinge sahen interessant aus. Was ist denn das für eine? Ach, nur eine beschädigte. Okay. Toter Bandit, da ist noch ein toter Eisvogel, glaube ich. Und ein Haufen Schrott. Was ist das denn? Ist das hier das? Ja, ne? Ja, hier hinten ist ein riesiges Industriegebiet. Eine beschädigte Bleischleuder. Okay. Und hier sonst noch was? Nee, ne? Ich sehe erstmal nichts. Speichere erstmal. Da ist ein Fass. Da hätte ich drauf schießen müssen. Das ist wieder so versteckt gewesen. Kommst du nicht hin, ne? Und da hier genauso wenig. Schade eigentlich. Gerade so Banditenlager kannst du besser aus der Ferne angreifen und dann mit solchen Fässern arbeiten. Verdammt. Die Leute der alten Welt hatten hier wohl mal eine Menge Spaß. Da hast du, glaube ich, bedeutend mehr von. Da ist eine Mine. Da ist ein Eisvogel. Da ist ein Eisvogel. Da ist auch noch was Rotes. Dann lass uns doch mal ein bisschen Geflügelfleisch holen. Komm her, du. Ist ja gut. Da unten ist auch noch einer. Oh, sehr viel Zeug hier. Vor allem Schrott. Schrott ist gut. Wir brauchen so viel Schrott einfach. Weil das Aufwerten der Waffen ist so unendlich teuer. Und dafür, dass hier kein Loot nachspawnt, müssen wir alles mitnehmen, was wir finden können. Mein Mann ist vor ein paar Tagen losgegangen, um Zigaretten zu holen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich mir ernsthaft Sorgen um ihn mache. Ich hätte das nach den ersten 24 Stunden schon melden müssen. Nicht, dass jemand denkt, dass ich etwas mit seinem Verschwinden zu tun habe. Ich habe schon so viele Geschichten gehört. Ehemänner verschwinden plötzlich. Einfach so. Was sage ich jetzt bloß der Polizei? Soll ich ihm überhaupt etwas sagen? Freunde von uns fragen auch schon nach ihm. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Oh. Hier ist einer im See ertrunken. Beziehungsweise offensichtlich sind die beide mein Kopf. Dabei gestorben, sich gegenseitig zu retten. Beziehungsweise der eine wollte den anderen retten. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Sprach er seit 334 Tagen. Aber das war Kontrollzwang 1, ne? Man weiß ja auch nicht, wie alt die Nachricht ist. War es vor dem Einschlag, nach dem Einschlag? Wobei, wenn es eine Polizei gab. Vermutlich. Vor dem Einschlag. Hier wurde auch einer niedergeknüppelt. Da gucken noch die Beine raus. In diesem See haben wir jetzt insgesamt 3 Leichen schon gefunden. Und eine Nachricht, dass jemand verschwunden ist. Faszinierend. Ich würde es geil finden, wenn wir auch ein bisschen schlittern würden oder so. Okay, jetzt geht's darüber. Die Richtung stimmt. Auch wenn ich eigentlich erst zu dem anderen Point wollte. Ja, hier ist wieder so ein fliegender Pimmelnasenbär. Kann ich den herlocken? Oh. Oh, 2 Zyklopen da unten. Es wird nicht ein bisschen warm. So nicht! Wow, Alter!
Seit wann können die sowas denn? Das hat gezeckt. Aua. Das tat ein bisschen weh, ne? Na, schade. Oh, der ist sauer. Wow, hat der einen Rage, Alter. Wenn er weg ist, ist es weg, ne? Das wird uns sehr viele Bolzen kosten. Also dann treffen wir, auch wenn ich ihn kaum sehe. Oh, links da unten ist noch einer. Der beruhigt sich aber schnell, ne? Vor allem, wie viel Schaden macht der, Alter? Und wie wenig Schaden machen wir? Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Dass wir so wenig Schaden machen. Ich meine, wir kriegen den kleinen. So ist es nicht. Dauert halt nur ein paar Tage. Und man sieht fast nichts. Ich glaube, ihr seht ihn gar nicht im Stream. Ich sehe den auch nur mit Mühe. Komm, irgendwann hat er auf einmal keinen Bock mehr. Autsch. Alter. Hast du gesehen, Junge? Der hat mich getroffen und fast getötet. Na, jetzt schießt er nicht mehr, oder was? Hat er keine Energie mehr? Den kriegen wir, den anderen weiß ich nicht. Der ist relativ nah unter uns. Das muss aber auch echt viele Erfahrungspunkte gleich geben. Wenn der so gefährlich ist. Die Zyklopen waren schon immer gefährlich, aber so gefährlich? Wusste ich gar nicht. 130 nur, also. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Frage ist, bist du es auch? Wie können wir da unten überhaupt existieren? Ich meine, wenn der jetzt so bleibt, dann geht das. Gut, dass wir so viele Bolzen haben. Wir müssen auch wieder welche nachkaufen, sobald wir die Möglichkeit haben. Pfeile und Bolzen kann man bei meiner Spielweise nie genug haben. Denn so nehme ich es auch mit großen Monstern auf. Die uns wahrscheinlich mit einem direkt töten würden. Wie man sieht an den Laserstrahlen. Ich glaube, wenn die uns dann so ins Gesicht klatschen, dann ist der Kopf runter. Und dann ist auch schon das Licht aus. Aber wenn man seine Umgebung zum Vorteil nutzt, ganz ehrlich, jeder wird das so machen. Man kann jetzt natürlich sagen, oh, geh doch runter, kämpf doch so gegen ihn, 1 gegen 1. Erstmal sind wir dann 2 gegen 1. Und zweitens, warum soll ich mich in so eine Gefahr begeben? Würde ich im Real Life ja auch nicht machen. Da würde ich das Vieh auch nach Möglichkeit aus der Entfernung angreifen, von einem Ort aus, den der nicht erreichen kann. So wie jetzt auch. Alles andere wäre Blödsinn. Und unnötig große Gefahr. Und so kassieren wir über 1200 XP. Dafür mussten wir nur ein bisschen was essen, weil wir uns zweimal treffen lassen haben und der uns fast ausradiert hätte damit. So, Zwischenspeichern nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob das bringt. Wenn wir jetzt sterben und dann laden, ob der dann wieder einen vollen Balken hat oder nicht.
Rein theoretisch dürfte er das aber nicht haben. Nur wenn wir den, glaube ich, aus dem Fokus verlieren. Eine gewisse Zeit, dann fängt er an, sich, glaube ich, zu regenerieren. Das ist dann immer doof, ne? Wenn du dann, sag ich mal, so die Monster haben ja zum Beispiel auch die Angewohnheit, wenn du mit dem Jetpack nach oben fliegst, um auszuweichen, dann fangen die an wegzurennen oder irgendwo anders hinzurennen. Und wenn die dann zu lange aus deinem Fokus sind, dann fangen die an, sich zu regenerieren. Dann, so, dann rennt er weg und kommt full heal wieder. Sehr ungünstig. Juhu, neue Stufe. Also, speichern. Wo ist das Fliegenfickschnitzel? Da drüben. Boah, krasser Schuss. Mistvieh. Der Armus oder Bogen? Der Bogen. Ja, ja, schnapp den ruhig, Pock. So. Cool. Okay, zwei tote Zyklopen. Dann wollen wir hoffen, dass wir da unten noch überleben können und dass da nicht noch einer rumläuft. Warte, ich guck mal. Sieht aber nicht so aus. Der ist da unten. Da ist sonst nichts, ne? Gerade sehr heiß. Aber wie üblich bewachen die hier nichts. Nichts für uns von Relevanz. Außer ein bisschen Schwefel. Aber wer braucht schon Schwefel? Ansonsten ist hier gar nichts. Bin ich hier rausgekommen? Ich glaube, ja doch, da vorne. Ne? Wenn dann. Also dafür, dass hier zwei Zyklopen sind, die können ja nur dafür da sein, hier XP zu farmen, oder? Was ist denn das da oben? Okay. Darf ich hin? Ein Dampfhammer. Okay, cool. Müsste zweihändige Waffe sein, ne? Warte, lass mich kicken. Der Dampfhammer. Können wir noch nicht tragen. 422 Schaden. Ja, leck mich am Arsch. Aber dann haben wir halt kein Schild mehr, ne? Und die Waffen, die zweihändigen sind, machen zwar viel Schaden, aber die sind enorm langsam. Die passen nicht zu meinem Stil, zu meinem Kampfstil. Und der hat auch keinen, also keinen Elementarbuff oder sowas. Das ist ja schade. Also sowas wie Gift oder so, ne? Sowas wie der hier mit. Ich meine, der Schaden ist geil. 422 ist schon eine Hausnummer. 296. Ein Konstitution. Oh, warte. Zack. Und vier Geschicklichkeit, habe ich gesagt, ne? Zack. Dann müsste das jetzt ja so gehen. Nochmal den. So. Dann müssen wir noch entsockeln. So, wenn ich jetzt Geschicklichkeit von mir wegnehme. Was haben wir denn hier? Beschichte Bleischleuder. Nicht schlecht. 171. Und jetzt habe ich hier genau passend. Da passt es auch. Das passt auch. Warte, wir können ja mal gucken. Wenn ich jetzt Geschicklichkeit runternehme. Dann nehmen wir Schutz. Forscher ist okay, die brauchen wir nicht, Bandit brauchen wir nicht, Abenteuer, Wanderer. Müsste trotzdem noch alle Waffen tragen können, ne? Ah, okay. Den Raketenwerfer nicht mehr. Ein auf Geschicklichkeit. Aber ansonsten. Der geht noch. Der geht auch. Der auch. Der auch. Und der auch. Okay, noch ein auf Geschicklichkeit für den Raketenwerfer. Weil jetzt müssen wir eh in diese Richtung hier arbeiten. 181. Ja, viel besser. Beschädigte Bleischleuder. Eine starke Schrotflinte der Morkons. Okay.
Da war auch noch nicht so viel von gefunden. Hm, was war sonst noch? Konzi, Lebenausdauer, Waffen. Brauchen wir im Moment nicht. Konzi haben wir jetzt. Passend. 256. 296 mit Gift. Ja, mal gucken, wohin der geht. Ob der dann noch besser wird. Jetzt müssten wir sockeln. Sockel, 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 Sockel. Können auch wieder ein paar Schwerter machen hier. Hm. Ja, die wäre schon nice, aber oh, guck mal, die braucht 90 Stärke. Schon krass, ne? Ansonsten haben wir aber auch nichts Besseres. 171. Die geht auf 181. Also wenn wir die noch einmal aufwerten, geht das besser. Schrot, doppelläufige. Oh, wir haben nur eine beschädigte doppelläufige. Schade. Schade, schade. Den Großbogen können wir machen. Brauchen wir aber auch Geschicklichkeit für. Würde ich auch als nächstes anpeilen, als Fernkampfwaffe, wäre das die 331. Das ist erstmal das Stärkste, was wir kriegen können hier, ne? Aber Geschicklichkeit, Intelligenz, 4 Stück. Dann würde ich aber erstmal Chemie machen, für die Tränke. Also Intelligenz. Reicht dann ja, ja siehst du, noch 2 und dann passt das. Jetzt könnten wir rein theoretisch das Schlösserknacken in Angriff nehmen. Ah, Schlossexperte wäre auch so nice. Wenn die nicht mehr abbrechen, aber wir haben ja eigentlich viele Dietriche. Und Gerissenheit brauchen wir auch noch. Okay. Neue Waffe. Macht auch Gift, glaube ich. Und wir waren aber auf dem Weg hier oben hin. Also nach da, ne? Ah, ich will nicht, brennen. Oh, hier ist ja noch mehr Schwafel. Sobald wir den nächsten Teleporter gefunden haben, beamen wir uns auch erstmal nach Hause, um zu sockeln. Und Schlösser knacken dann, ne? Jetzt hätte ich Bock auf ein paar Würstchen. Nicht? Hm, na schön. Der war krank. Den mussten wir töten. So, da ist noch ein Pflänzlein. Ich glaube, hier meinten die das mit dem Welkenherz, oder? Kann das sein, dass die hier ein Weltenherz vermutet haben? Das macht schon Sinn mit dem Verbrennen und so. Das ist eine Hütte. Aha, aha, aha. Und da hinten ist dann, ja. Der Kollege. Hier scheint aber keiner mehr zu wohnen. Da sehe ich noch eine Truhe. Hier hat mal jemand gewohnt. Hier laufen nämlich Hühnchen rum. Weiß ich nicht. Ich finde das grenzwertig. Ich glaube, der hat hier mal in Ruhe gewohnt. Bis dann die Sky Ants gekommen sind. Und quasi sich zu seinen Nachbarn gemacht haben. Und dann war es das mit der Ruhe. Oh, Herbert? Hat der Herbert hier gewohnt? Oh, toll. Ein Lasergewehr. Okay, eine Runde schlafen. Ich trinke was. Ah ja.
frage mich, ob der Konverter noch benutzt wird. Der sieht nicht aus, ob der abgesackt ist, aber der eine hier unten sieht auch nicht aus, als ob der in Schieflage geraten ist. Aber eventuell wird der hier sogar noch benutzt, der Konverter da oben. Okay, weiter Richtung Norden zu dem Fragezeichen. Nur mal hingucken. Ich glaube auch bei dem großen Gebiet da drüben, da wird dann irgendwo ein Teleporter sein. Ich habe keine Ahnung, ob wir da hinkommen. Zu dem Fragezeichen. Oh, hier ist auch noch eine Hütte. Zeigt. Oh ja, die ist auch eingezeichnet. Okay. Aber wir müssten, ja genau, da hoch. Ich kann das ja mal ausprobieren. Ja, ach Jacks. So glatt hier, ja. Ich glaube aber eher nicht. Scheint mir dann doch zu hoch zu sein. Ich glaube, hier wird es gleich kalt. Nee, hier wird es heiß. Hallo, ich möchte nicht brennen. Okay, leider nein, leider schade. Und da vorne könnte ein Teleporter sein. Habe eigentlich auch hier hinten auf der Ecke irgendwo einer wartet. Rein theoretisch müsste hier auch irgendwo einer. Da drüben ist einer. Dann warte, wir gucken erstmal hier unten. Dann holen wir uns drüben den Teleporter und dann geht's erstmal ab nach Hause. Zum Sockeln. Zum Sockeljockel. Oh. Hey, Coolio. Es geht ab. Boah, die Steinklaue ist fast tot. Nice. Boah, die sieht infiziert aus. Cool, Alter. Richtig geilen Schaden gemacht. Sexy, sexy Schaden. Lass mich gucken. Noch ein Schneewolf. Ein Schnolf, quasi. Hallo Schnolf. Ja, easy. Warte. Boah, geile Waffe. Wie viel mehr Schaden machen wir als vorher? 87. Ja, das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Das geht aber auch noch bedeutend besser. Allein wenn wir den Großbogen benutzen können, dann wird schon echt krass. Da drinnen liegt eine Waffe. Und ein Besen. Darf ich mal hier bitte durch? Danke. Und eine Chili. Toll. Was ist das denn? Noch ein Symbol von Kalan. Okay. Ja, hier war ein Kleriker. Betone ich doch wahr. Jetzt ist er wahrscheinlich tot oder weg. Die haben sich das hier schon schön eingerichtet. Aber hier so zu wohnen, während hier so kalt, stelle ich mir grenzwertig vor. Was bist du denn? Ein Feuerzeug in der Hand? Und ein Mantel an? Ist das ein Bär? Mit einer Frisur und einem schwarzen Mantel? Es war definitiv nicht die feine Art, wie ich mich aus dem Staub gemacht habe. Aber anders wusste ich mir nicht zu helfen. Endlich kann ich wieder atmen und mein Leben neu sortieren. Die ständigen Kontrollen habe ich einfach nicht mehr ertragen. Wenn ich das Haus betreten oder verlassen habe, musste ich mich in eine Liste eintragen. Das ist doch krank. Ich habe Julia gesagt, dass ich Zigaretten hole. Da sie in der Badewanne lag, konnte sie mir nicht schnell genug folgen. Bitte kümmere dich um sie. Du bist ihr Bruder. Vielleicht schaffst du es, sie zur Vernunft zu bringen. Sie braucht dringend Hilfe. Okay, anscheinend ist das ein Bild von seiner Frau gewesen. Okay. Seine Frau war ein Bär in einem Mantel. Okay. Was auch immer. Ja, genau. Weg da, was auch immer. What the fucking ever. Okay, ist gar nicht so weit weg gewesen, ne? Dann lass uns mal den Teleporter eben
mal angrabbeln und dann gehen wir erstmal sockeln. Das war sehr rot. Okay. Bitara. Aha, okay. Zurück zum Lager. Keine Sorge, wir kommen hier gleich wieder her. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen sockeln. Das heißt, erstmal den raus. Dann Combinirus Combinarus. Den können wir machen. Den nicht. Den können wir machen. Und den können wir machen. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, wir hätten mehr gefunden. Aber okay. Ist okay. Okay, dann lass mal gucken. Großen haben wir nicht. Wieso wird mir nicht mehr angezeigt, wofür was ist? Ach, jetzt. Bonus Crit. Bonus Resistenzen. Bonus Erfahrung für Monster. Plus 3 Bonus Gefährtengesundheit. Ja. Ich glaube, da nehme ich lieber Crit Schaden, oder? Resistenzen, naja, geht so. Sind das denn Prozent oder kriegen wir, wenn wir normalerweise 100 kriegen, kriegen wir 110? War ein schlechtes Beispiel. Also wenn wir normalerweise 200 kriegen, kriegen wir 210 oder sind das Prozente? Weil dann macht das hier ja gar keinen Sinn. Dann kriegen die plus 3 Lebenspunkte. Mein Kopf. Was bringt das? Dann mache ich Crit noch dazu. Ich muss mich konzentrieren. Ja, ja. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Dann konzentriere dich mal. Munition, so Fernwaffen. Können wir den einmal machen? Den Großbogen, 5400. Okay, cool. Der ist kombiniert Mehrwert. Und der 918 für einen, nee, für zwei. Und zusammengefasst ergeben die dann 2000. Okay, dann nehme ich den. Den Großbogen. Auf 361, okay. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, das sage ich dir. So, dann haben wir noch einen Jagdbogen. Berserkerbogen. Bin ich blöd oder blind? Können wir den Berserkerbogen nicht weiter verbessern? Davon haben wir jetzt zwei. Achso, haben wir gerade schon. Okay, sorry. Sonst haben wir nichts, was wir noch machen können, ne? Nee. Aber von dem können wir schon mal einen verkaufen. Davon brauchen wir halt nur einen. Waffen war unten. Haben wir irgendwas zum Ablegen an Waffen? Das war Geschütz. Brauchen wir noch? Haben wir sonst nichts anderes für? Den Nampfhammer würde ich wohl ablegen. Und den Trollschnitter auch. Die Waffen sollen ja eigentlich geil sein, aber ich sehe da keinen Vorteil irgendwie. Ich weiß nicht, machen die irgendwie speziellen Schaden oder so?